Yo, what's up everyone, mein Name ist Sonnen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute sind wir in Düsseldorf. Jungs sind wieder am Start. Chief Keith ist auch hier. Heute ist 6 PM, Pop-Up zusammen mit True Religion. Meine Haare werden komplett vom Wind gefickt. Ja, wir sind jetzt da, wie man es vielleicht hören kann. Mal gucken, was hier heute abgeht. Die Hut ist gefährlich, ja. Wenn ich bin, drück ich ehrlich, ja. 4-7, komm mal aus der Hut. Alle Dressing-Streamer sind so cool. Macht der nicht diese Caps? Ist das nicht dieser. Das geht so. Das ist crazy. Das ist nicht verrückt. Das ist wieder. Die Locations. Aschraf schon wieder die ganze Welt hier nach Düsseldorf am Morgen. Oder das ist verrückt. Was geht ab, Leute? Wir sind hier 6 PM Pop-Up. Guck mal, diese Leute! Es sind so viele Leute! Das ist geisteskrank! Oh Gott, ich kann mir sowas nicht antun. Was geht, Bro? Alles gut? Ist das hier Freund Kawasaki? Es geht, Bruder! Ist das dieser Realfluencer? Du weißt doch, Bruder! Alles gut? Neuer Pop-Up-Store, neues Voice-Over, ihr wisst, wie es läuft. Freunde, ich fange euch einfach mal so ein bisschen an, wie es war. Ich muss sagen, der Pop-Up-Store an sich war echt sehr, sehr nice, hat mir ganz gut gefallen. Und die Sachen, Real Talk, hätte ich nicht gedacht, dass mich 6PM und True Religion sind ja allgemein nicht 100% meine Brands, dass die mich so catchen. Da, ne, sieht man auch, Nikita hat sich wieder 6PM reingefärbt, aber wieder zurück zu den Sachen. Real Talk, ich fand den schwarzen Tracky echt ziemlich geil auch. Also von der Qualität hat sich's gut angefühlt, das Printing war sehr, sehr nice. Und das schwarze Tanktop hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also overall, ein gelungener Pop-Up-Store. Und gelungene Sachen, gelungene Collab, Shoutouts an Aschraf. Das ist völlig wahnsinnig, Bruder. Was ist hier abgegangen? Digga, what the fuck? Also ich weiß nicht, wie gut man mich versteht, aber wir sind auf jeden Fall im Pop-Up-Store drin. Und ich muss Real Talk sagen, die Sachen fühlen sich ganz gut an. Und wie man auch sieht, das sind die klassischen 6PM Tracksuits. Und auch wenn ich wirklich, es ist nicht meine Style-Richtung, es sind nicht die Sachen, die ich trage. Ich trage allgemein gar keine Tracksuits. Aber Real Talk so, vom Aussehen her mit True Religion zusammen, kommt das sehr, sehr nice. Gefällt mir echt ganz gut. Vor allem, also das Denim-Set hat Katie gerade eben auch schon gesagt. Ich finde das wirklich sick. Muss ich Props auch raushauen an Aschraf. Real Talk. Nice, ist das dieser Mario für Sie? Das geht, Bro. Das geht, Bro. Das geht, Bro. Bist du Frage des Mannes? Bist du heute ein Baby? Heute bin ich der Baby, ja. Der Mann am Machen. Guck dir das an. Das hasse ich nicht. Ist das dieser Content Creator? Ist das dieser Influencer? Celeste-Shirt, Boondock X3er, Pinky Zipper, B ist nicht Balenciaga, mein Ass ist broke, irgendein Baggy Jeans und New Balance. Aggressiver Typ und so. Aber kannst du ehrlich ein Bär, Digga? Wow! Was würdest du sagen, ist Kato heute ein Goodie oder ein Bär? Die Hut ist gefährlich, ja. Wenn ich bin, drück ich ehrlich, ja. 4-7, komm mal aus der Hut. Alle Dressing-Streamer sind so cool. Das ist völlig wahnsinnig. Irgendwas einfach. Wie hat er gesehen? Oder ich kann es nicht gesehen, Digga. Nee, aber ich hab ein Bild noch gesehen, Digga. Noch ein anderer Mensch da gewesen. Darf man so? Brex, du kleiner AD, was du bist. Arbeite besser, arbeite schneller. Weil sonst wirst du bald gekündigt. Hast du mich verstanden? Die Jacke ist halt dumm, ja. Boah, die Jacke ist dumm, Bruder. Auch dumm, Bruder, ja? Das ist Bracke auch stark, Bruder, ja? Ja, aber da ist es hier, die haben nichts.
Ist das dieses W-Vlogging-Duo so? Was? Wer da kommt, Bruder? Ist das dieser Anakin der Modeszene? Ja, genau, er ist Anakin der Modeszene. Ich bin ben. Anakin. Warte. Anakin Skywalker. Was laberst du da, Junge? Ich hab gegessen, wo Leute noch gar nicht da waren. Oh, okay. Das Ding ist, okay. Menschen. Bevor noch keiner da war, Bruder. Aber es gibt Menschen hier in der Industry, die haben es bei meinen Shopify in meinen Bestellungen drin. So, weißt du, was ich meine? Das sind doch Söhne, oder nicht? Boah, du hast die Eiskette auf Flasche gesetzt, glaube ich. Ja. Nein, aber ist das so, oder nicht? Alter, put some respect on someone's name, Bruder. Weißt du, was ich meine? Nein, Spaß, Bruder. Wollah, alles Liebe. Wollah, ich scheiß auf Star Wars, Bruder. Ich bin Darth Vader, wenn überhaupt. Oh. Also immer noch Anakin. Eigentlich immer noch Anakin. Immer noch Anakin. Da bin ich auch Obi-Wan. Ja. Ich bin tot, ja. Würdest du sagen, Yoshi ist auch dein Sohn so? Nein. Yoshi ist kein Sohn. Yoshi ist kleiner Kusi. Der ist kleiner Bro. Das Ding ist... Klein? Das heißt kleiner Bro. Der ist jünger als ich. Aber Yoshi... Yoshi nimmt gerade Mütterhops, Bruder. Muss ich sagen, Yoshi, der hat sehr hardworking, weißt du, wer das ist? Dedicated, ja. Ambitious. Mir fallen die deutschen Wörter nicht ein, deswegen sage ich es auf Englisch. Bro, ist dafür ist mein Wortschatz in Deutschland. Deutschland ist mein Flick tot, Bruder. Mein Deutsch. Niklas? Geh mal her. Ja. Bin ich, ist das da die Unterschrift hier so? Bin ich dieser Influencer? Dann ich noch einmal. Da musst du erstmal warten. Also das Ding ist, man muss schon sagen, auch wenn man am Pop-Up lange chillt, man sammelt an Pop-Up-Tagen schon echt Schritte. Aber der Junge hat wirklich Schritte hingelegt jetzt für uns. Das ist. Ja, sorry, Jungs. Das ist scheiße. Wirklich, denkst du an meine Gesundheit? Fass ich nicht. Der heißt. Ich weiß nicht, nein, Bruder, absolut nicht. Ich muss 10-mal googeln. Das ist zwar absolut mein Traum, Ferrari, aber ich muss 10-mal googeln, wie der heißt. Influencer wieder, wa? Ne? Die interessieren sich nicht für das Handwerk, aber hier, ne? Teure Autos, wa? Oh. Für mich geht's wieder nach Hause, wa? Ich muss mal lochen. Maloche. Okay, reicht.